Zwei Tage nach dem Treffen zwischen dem Chef der chinesischen Diplomatie, Wang Yi, und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau hat China am Jahrestag des Kriegsbeginns seinen Friedensplan für die Ukraine veröffentlicht. Wang Wenbin, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, stellte den 12-Punkte-Plan vor, der die Zweideutigkeit Chinas widerspiegelt. Peking unterstützt die Souveränität der Ukraine, betrachtet aber die Sicherheitsbedenken Russlands als legitim. An keiner Stelle ist von einem Aggressor die Rede. Gewarnt wird vor dem Einsatz von Atomwaffen. Die Vertreterin der Ukraine in China zweifelt an der angeblichen Neutralität Pekings. China should do everything in its power to stop the war and restore peace in Ukraine and urge Russia to withdraw its troops. And then, in my opinion, if it is neutrality, then China should talk to both sides, Russia and Ukraine. And now we see that Chinese side mostly talk to Russian, but not with Ukraine. Neben dem Aufruf an beide Seiten, die Kriegshandlungen zu beenden, plädiert Peking für eine Aufstockung der Flüchtlingshilfe und die Unterstützung des Wiederaufbaus der Ukraine nach dem Konflikt.